So. Oh nein, was ist passiert? Was passiert ist, das weiß ich auch nicht. So, jetzt muss ich eigentlich ins Büro, oder? Genau. Jetzt können wir einfach mal ins Büro gehen. Einfach mal so. Einfach so. Ein Mörder auf freiem Fuß. Ich bin kein Mörder. Ich bin Gabba. Alter hier. Und ich habe jetzt Bock auf Gabba. So. Hallo? Kann ich auch hier? Nein, kann ich nicht. Gut. Dann gehen wir den Weg. Hüp. Oh, cool. Ich gehe über die. Ah, ich gehe über Dächer. Das mag mich am meisten so. Ich muss eh aufs Dach. Dings vom Dach. So. Hier rüber kann ich, oder? Ja. Ich bin jetzt schon ein paar Mal abgestürzt. Aber den Absturz tot erlitten. Hm, tut doch ganz gut. Das sind so wenig Wachen irgendwie. So. Hallöchen. Hallo, Freunde, ich bin da. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich... Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Okay. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Okay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Also die beiden mögen sich offenkundig nicht besonders. Naja, kann ich auch nicht ändern. So. Altair hat meditiert. Und jetzt. Talal inspiziert sein Lager täglich. Das Attentat sollte bei seiner nächsten Inspektion, klar. Wie sprecht ihr es eigentlich aus? Sagt ihr Inspektion oder Inspektion? Das sagt jeder unterschiedlich, ne? Was sage ich eigentlich? Inspiziert, ja. Inspektion? Ich weiß gar nicht, wie ich das sage. Ich sage das Wort nie. Ich finde es halt ganz interessant, dass es so unterschiedlich ausgesprochen wird. Oder Prospekt. Ich sag Prospekt, andere sagen Prospekt. Ich meine, es ist wahrscheinlich beides nicht falsch, aber... Bei einer Sache wird schon falsch. Ach, keine Ahnung. Ist doch egal jetzt. Oh, es ist so weit. Attentatsziel. Cool. Kurz das Mikro ein bisschen richten. So, damit ihr mich besser hört. Damit ich euch besser hören kann. Na, ihr mich so rum. 175 Meter. Gut. Ja, dann. Würde ich sagen, muss ich mal irgendwie nach links abbiegen können. Oh, sorry. Ui, der war ganz schön. Der war ganz schön Gegengewicht, mein lieber Scholli. So. Habe ich mal die Dächer? Ich bleibe erstmal auf dem Boden. Ich denke, es wird erst eine Sequenz geben, wo man den Typ kennenlernt. Naja. Bringt ihr mal eure Krüge nach Hause, habt ihr auch recht. Mhm. Kann ich die gebrauchen? Ja, ich denke schon. Gut. Auf geht's. Links. 2, 3, 4. Ich sehe leider die Füße mal hier gerade nicht. Das war's. Wollte schon sagen. Wir müssen nicht so gerne entdeckt werden, ehrlich gesagt. Danke. Okay, sind sehr viele Wachen. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Bitte geh. Oh nein. Ich bin arm und krank.
So. Ach da, okay. Geh weg! Voll Depp. Ach man! Um diese barbarischen Taten zu rächen. Bete, dass Gott, gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde, auf dass er uns den Sieg schenkt. Ist er da oben oder was? Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Schaffner einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Oh. Okay. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzufärschen. Einfärschen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nichts. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Okay. Ah, ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Oh. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht. Und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Kommt her. Ich glaube schon kein Problem mit. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Okay. Wir können jetzt hochrennen und den Deck killen. Aber ich will... Hallo. Ich will aber ein 1 gegen 1 mit dem haben. Dass man seine Wache tötet und dann... Also wenn die respawnen jetzt ohne Ende, hallo. Gut, der haut den Schall auch nicht ab. Ich denke mal, der wird schnell auf mich warten. Was macht der denn damit an dem... Wow, jetzt hab ich ja Kreis gedrückt. So, mal ein bisschen Action hier reinbringen. Ja, die haben es ein bisschen drauf, die Typen. Nicht so sehr, aber ein bisschen. Ich muss die erstmal ein bisschen schwächen, um die mit dem Konterangriff töten zu können. So. Oh. Okay, gleich renne ich echt zu dem Typ einfach hin. Ist mir zu doof. So. Noch drei. Noch zwei. Noch einer. Fertig. So, mein Freund. Where are you? Oh, wie süß. Wie knuffig. Mein Gott. Wurde das Gesicht gezogen. Tut mir leid, ich wollte nur den einen töten, nicht dich. Hallo? Ich will da jetzt hoch. Wenn er jetzt abhaut. Weil ich langsam bin, dann ärgere ich mich. Und ihr euch auch. Ich habe Wurfmesser, mein Freund. Ups, muss ihn nur mal treffen. Ja, scheißegal, ich will ihn so killen. Erledigt. So schnell geht das. Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren.
Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr in eurer Unwissenheit. Euren Geist abschirmen. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Gut. Zurück zum Büro. Ja, ich finde es halt, ich finde die Story halt ziemlich cool, wie die sich aufbaut. Der alte Ehe, ich meine, die Leute, die Assassin's Creed 3 so ein bisschen kennen, die wissen ja, um was es geht. Und der ETA hat einfach von nichts einen Plan gerade. Also. Weiß nicht, das ist total cool irgendwie. Nein, ich will schon wieder sterben. Ich lebe noch, cool. Ja, aber es ist schon ziemlich cool. Die Story, wie das aufgebaut wird. Nein, diesmal habe ich das Attentat nicht verkackt. Ich habe eigentlich diesmal nicht viel falsch gemacht. Ich habe ein bisschen lange gebraucht gegen die Soldaten von dem. Das kann man wahrscheinlich ein bisschen schneller machen, aber sonst habe ich diesmal nicht so verkackt wie sonst. Bin ganz gut. Habt ihr gut gekriegt. Musste nicht mehr Messer töten, so konnte ihn so töten. Nein! Verstecken, ja, verstecke ich mich halt. Hier oben. Tot? Und der geht offen, das ist auch cool. Ich habe volle Synchronisation oder volle Synchronität, vielmehr. Alter, in Jerusalem. Wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik. Aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Okay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, komme ich jetzt automatisch zurück nach Marziaf? Ich denke mal schon, oder? Yippie, ich habe alles erfüllt. Ich war eigentlich mal in der Zukunft, also in der Gegenwart. Gottverdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stirn. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Soll ich? Ich will doch lieber ein Schwätzchen mit dir halten. Bleib mal stehen, Alter. Hey, ich will mit dir reden. Abstellen! Nein! Okay. Dann will ich mit der reden. Wie möchte sie mit aufs Zimmer kommen? Hm, weiß man ja nicht. Warum schaut er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein. Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Okay.
Wie rettete ihr Leben? Sie sind nicht der Einzige, der nachts nicht nach Hause geht, Desmond. Moment, Sie sind eine Gefangene? Als Sie auf mich zukamen, habe ich gerade meine Doktorarbeit beendet. Die Uni hat deutlich gemacht, dass ich dort keine Zukunft hätte. Sie mochten das Thema der Arbeit nicht, nannten es Pseudowissenschaft. Sie sagten, ich würde die ganze Fakultät in Verruf bringen. Es war überall dasselbe. Bei den anderen Unis und Firmen, wo ich mich vorstellte. Mir gingen ziemlich schnell das Geld und die Zeit aus. Und ich war so kurz davor, Kellnerin zu werden. Dann kam ein Brief. Von Wittig? Er verfolgte meine Karriere seit dem Erstsemester und wollte mich treffen, um über meine Zukunft zu sprechen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut das tat. Also habe ich ihn getroffen. Was hatte ich zu verlieren? Er bot Ihnen einen Job an. Ja, hier bei Abstergo, um beim Animus-Projekt zu helfen. Es bot mir eine Chance, meine Professoren zu widerlegen. Wie hätte ich das ablehnen können? Ich habe den Teil verpasst, wo Sie gefangen wurden. Manchmal frage ich mich, ob die nicht hinter allem stecken. Ob die das alles so manipuliert haben, dass ich in diese Situation kam. Die können das. Die können alles. Ich habe nicht nachgedacht, als ich zusagte. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich kaserniert werde. Für 6 Monate, maximal 1 Jahr. Wenn das Produkt fertig wäre, gäbe es keinen Grund zur Geheimhaltung mehr. Aber bis dahin sei ich ein Gast der Firma. Zumindest haben sie das gesagt. Und als er fertig war? Sie kamen, als ich schlief. 3 Kerle. Bewaffnet. Sie zerrten mich aus dem Bett. Gott, das Schlimmste war, dass ich sie kannte. Einer von ihnen, Richard, wir haben manchmal zusammen Mittag gegessen. Und jetzt wollte er... Sie haben Witze gerissen. Ich wollte weglaufen. Er schlug mich. Und dann sagte er mir, dass ich sterben würde. Gott, was haben Sie getan? Nichts. Ich habe mir dauernd gesagt, ich träume nur. Und dann kam Warren. Er schrie sie an, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und sie gehorchten. Unglaublich. Er ist kein glücklicher Mann, Desmond. Ich würde nicht einmal sagen, dass er ein guter Mann ist. Aber er hat mich gerettet. Sie kamen nicht zurück. Und er hat versprochen, dass sie nie wieder kommen würden. Sie sitzen immer noch hier fest und arbeiten für die. Aber ich lebe. Wie auch immer. Ich muss den Animus reparieren. Wir sehen uns morgen, Desmond. Okay. Und ein Schwätzchen kurzes, hä? Ein ganz kurzes. Gar nicht müde? Nein, ich nicht. Na gut, geh mal ins Bett. Ist egal. Gut, bevor ich ins Bett gehe, werde ich aber die Aufnahme beenden. Und werde dann beim nächsten Mal nochmal gucken, ob ich am Computer ein bisschen was machen kann. Irgendwie ein Tagebuch, also Tagebuch? Nein, E-Mails lesen oder so. Ja. Werde ich beim nächsten Mal, wie gesagt, machen. Ja, ich bin froh, dass ich heute wieder 5, 6 Parts. Jemand war hier drin. Was? Hat die Sachen geklaut, die ich nicht habe. Kurz interagieren können wir noch schnell. Nee, ich beende jetzt den Part und werde dann beim nächsten Mal interagieren. So machen wir das, oder? Ich interagiere auch schnell, komm. Sieht aus wie ein Zugangscode. Naja. So, wie gesagt, ich beende jetzt den Part an dieser Stelle. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, gebt mir Feedback bezüglich, ob ich Sequenz 1 nochmal wiederholen soll oder nicht. Und dann würde ich sagen, dass wir uns einfach beim nächsten Mal wiedersehen, ne? Bis dann. Tschüssi.